Wir haben zugeschlagen und für 25.000 US-Dollar eine Aktie neu ins Firmendepot gekauft. Natürlich nicht für eine Aktie 25.000 US-Dollar bezahlt, sondern wir haben eine neue Position aufgebaut. Um welche Aktie, Position, es sich handelt und warum wir sie gekauft haben, erfährst du selbstverständlich in diesem Video. Und es wird noch besser, denn gestern Nachmittag, früher Abend, haben wir noch eine zweite Aktie nachgekauft für 5.000 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum, erfährst du ebenfalls in diesem Video. Ganz, ganz wichtig, keine Kauf-, keine Verkaufsempfehlung. Nur weil wir eine Aktie kaufen, heißt das nicht, dass sie danach steigen muss. Ab und zu kommt es auch anders. Und das Beispiel zeige ich dir nämlich für den Nachkauf gleich. Und ich sage es dann, das handelt sich da um Nvidia, okay? Der Vollständigkeit halber noch ganz kurz. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin Gründer des Aktienfinders. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. So, ich habe ja schon Nvidia angekündigt. Nvidia hatte ich schon analysiert gehabt vor kurzem. Das haben wir hier in diesem Video hier. Das ging am 15. Juli live und Nvidia ist da gut weggekommen von mir. Also hier Nvidia. Und ich habe aber die ganze Zeit im Firmendepot hinterher geschaut, wie die Aktie gestiegen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, und zwar hier sehen wir ja schon Nvidia, hier siehst du auch das Kauflimit übrigens. Und ich habe das Video ja hier dann veröffentlicht und dann auch hier gekauft, also an dem Punkt hier, ja, also für 128 ein paar zerquetschte US-Dollar. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Aktie hat korrigiert und wir waren mit der Position im Minus, hier um die 20%. Ja, ist natürlich nicht so schön, aber ich habe damit gerechnet, sobald ich die Aktie kaufen werde, wird sie fallen. Nein, ich wusste, dass es ja, dass das eine Aktie ist mit viel Momentum in jede Richtung und dass sie auch wieder runterkommen kann, auch wenn ich mittel- und langfristig sehr, also positiv Nvidia sehe. Deshalb war das gestaffelter Einstieg, das heißt nicht alles auf einmal kaufen, sondern langsam reingehen. Und jetzt ist die Aktie gefallen, nochmal gestern. Und das habe ich dann für den Nachkauf benutzt. Das waren dann die 5.000 Dollar Nachkauf. Der Preis war, ich habe mir aufgeschrieben, 103,84 Dollar. Und jetzt hat dann gestern dann nochmal AMD neue Zahlen geliefert und die fielen sehr gut aus, unter anderem wegen der starken Nachfrage, wegen KI oder dank KI. Und das ist ja das Premiumfeld von Nvidia und dann ist nachbörslich auch Nvidia wieder auf 109 US-Dollar gestiegen und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Genau, wenn du mehr zu Nvidia wissen willst, dann schau dir einfach das Video an, das ist noch top aktuell hier, verlinke ich unten auch in der Videobeschreibung. Zwei Sachen möchte ich aber zu Nvidia sagen. Zum einen gab es da Kritik, habe ich interessante Kritik gelesen an Nvidia. Und das war der Stefan Waldhäuser, der ja mit Technologietiteln sich sehr gut auskennt und hat gesagt gehabt, seine These ist, dass der KI-Boom nur dann nachhaltig sein wird, wenn sich damit Geld verdienen lässt, weil seiner Meinung oder seiner Befürchtung nach wird KI irgendwann nichts Besonderes, KI-Features werden nichts Besonderes sein, sondern es wird einfach eine Selbstverständlichkeit werden, aber dafür kann man kein Premium verlangen. Damit hätte ich jetzt aber keine Probleme, das sehe ich jetzt nicht mal als negativ. Wichtig ist es nur, dass es aus meiner Sicht, dass das Unternehmen das bereitstellen muss, also KI bzw. KI-Features. Und das ist genauso wie beim Aktienfinder, wenn wir einzelne Kennzahlen haben, Allerweltskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, könnten wir auch nicht hingehen und sagen, pff, dafür bezahlt ja keiner, deshalb zeigen wir es einfach nicht an, sondern dann wird es einfach fehlen und dann wird man unsere Dienstleistung vielleicht nicht in Anspruch nehmen. Und so sehe ich das bei KI auch, deshalb mache ich mir da jetzt eigentlich weniger Sorgen. Zweite Geschichte noch, die noch breitere Befürchtung, würde ich sagen, bezüglich, also die Skepsis hervorruft bezüglich Nvidias Zukunft, ob andere Big Player wie Apple, Alphabet etc.
ebenfalls also Konkurrenz zu Nvidia werden können, weil sie ihre eigenen AI-Chips entwickeln. Da meine ich natürlich theoretisch ja, Geld haben diese Unternehmen in Masse, daran wird es nicht scheitern. Aber man darf es nicht unterschätzen, dass diese Recheneinheiten, diese GPUs, die sind unheimlich komplex. CPUs, GPUs sind unheimlich komplex. Und viele Unternehmen, die sich jahrelang darauf spezialisiert haben, schaffen es nicht, Nvidia das Wasser zu reichen. Und dass jetzt innerhalb von wenigen Jahren irgendein Unternehmen, das eigentlich in dieser Branche fachfremd ist, jetzt hingehen kann und was entwickelt, das in der gleichen Liga spielt wie die Chips von Nvidia oder sogar noch diese übertrifft, kann man nicht ausschließen, aber würde mich jedenfalls überraschen. Und man kann auch nicht einfach die Leute von Nvidia abwerben, weil das Lustige ist, ja, da wimmelt es ja nur so von Millionären und die sind Millionäre, weil die Nvidia-Aktie so gut gelaufen ist. Und wenn ich jetzt einer dieser Ingenieure bei Nvidia wäre, mit einem Depot voller Nvidia-Aktien, und dann würde jetzt mich Apple oder irgendjemand versuchen abzuwerben, und ich bin aber bereits Nvidia-Millionär, dann müssten die sich das aber richtig gut bezahlen lassen. Also so viel Gold wollten die wahrscheinlich gar nicht bezahlen, weil ich würde dann anfangen, quasi mein eigenes Depot zu torpedieren, wenn ich noch Nvidia-Aktien habe, die ich auch gegebenenfalls noch halten muss, das ist dann mal eine alte Dauer. Und wäre ich eher daran interessiert, dass ich weiterhin bei diesem Arbeitgeber bleibe und dazu beitragen kann, dass mein Depot und alles noch mehr wert ist. Und man hat auch sicherlich eine gewisse Dankbarkeit, bei so einer Firma zu sein, die einen reich gemacht hat. Aber das sind nur so meine 5 Cent dazu, zu Nvidia. Also alles Weitere hier in diesem Video. So. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Aktie, zum eigentlichen Titel, nämlich die Aktien, die wir jetzt 25.000 US-Dollar per Einmalkauf gepumpt haben, sozusagen. Und es handelt sich hier keiner wäre drauf gekommen, Edwards Life Sciences. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Wir müssen dann natürlich auch erklären, was die machen. Im Gegensatz zu Nvidia und AMD weiß das sicherlich nicht jeder. Ist ein Unternehmen, die sind in der Medizintechnik tätig. Und es ist eine tolle Branche, weil da haben wir im Firmendepot noch gar nichts. Deshalb passt es im Rahmen der Diversifikation wirklich gut. Die haben neue Zahlen veröffentlicht und hier sehen wir erstmal langfristig hier mehrfacher Ten-Backer, passt mindestens viermal rein, viereinhalbmal so ungefähr, das ist jetzt seit 2000. Wir sehen aber auch hier, dass da jetzt so ein bisschen der Wurm drin ist, also im letzten Jahr. Die Aktie nicht so gut gelaufen, hat um 24% verloren. Dividenden schüttet Edward Life Sciences überhaupt keine aus. Und wir haben hier mal einen Abverkauf gehabt, innerhalb eines Tages, anlässlich neuer Zahlen von minus 31,3%. Das ist natürlich schon heftig. Bevor wir darauf eingehen, was da eigentlich passiert ist, sollten wir vielleicht mal erstmal sagen, was die machen. Wir haben ja hier eine schöne Unternehmensbeschreibung, aber mindestens genauso schön ist hier im Annual Report wieder gesagt, um was es geht. Und zwar, ihr wisst ja, hier in der linken Seite unserer Brust, da schlägt unser Herz. Und in dem Herz, da sind vier Herzklappen drin, die dafür sorgen, dass das Blut dann letztendlich mit Sauerstoff wieder vollgepumpt wird und dann wieder in die Hauptschlagader entlassen wird. Und es gibt eine Klappe, die am öftesten repariert, operiert wird. Und das ist die Aortenklappe, das ist die allerletzte Klappe vor der Hauptschlagader, der Aorta. Es gibt noch andere Klappen, auch da muss man immer mal wieder was machen. Aber letztendlich, wo Edwards Life Science der Marktführer ist, das ist quasi bei der Reparatur dieser Herzklappen. Und da haben wir mehrere Segmente, das sieht man hier. Und wir haben dieses grüne Segment, wo der meiste Umsatz gemacht wird. Und das ist für die Aorta-Herzklappe. Hier steht Aortic Valve Replacement. Und da machen sie 65% vom Umsatz. Und früher war es so gewesen, dass wenn man eine neue Herzklappe gebraucht hat, dann hat man hier einen ewig langen Schnitt gekriegt am Brustbein. Das war eine große Operation. Das Herz wurde stillgelegt. Man wurde an eine Herz
Herzlunge, glaube ich, heißt die Maschine, angeschlossen. Und dann wurde halt operiert. Und heutzutage kann man das minimalinvasiv machen. Über einen Katheter wird da dann durch eine Ader, sage ich mal, wird dann hier so eine künstliche Herzklappe durchgeschoben und dann entfaltet an der entsprechenden Stelle. Und das ist ein viel leichter zu verkraftender Einschnitt. OP, wenn wir es doch OP nennen wollen, ist ja auch eine OP, als das klassische. Und diese neue Form der OP löst die alte sukzessive immer mehr ab, weil die wird immer besser und die Ärzte bekommen damit immer mehr Erfahrung. Und das ist vor allem im Sinne des Patienten. Und Edwards Lifesciences ist hier der Marktführer. Und wir haben hier ein Marktwachstum geschätzt von so 7% jährlich. Insgesamt wächst dieser Markt, getrieben halt von zunehmendem Alter. Wir werden zunehmend alt und das Herz kann halt irgendwann anfällig werden. Und wenn man was im Herz ist, muss es repariert werden. Ansonsten stirbt man halt irgendwann. Und in vielen Regionen der Bevölkerung, jetzt nicht unbedingt Deutschland, aber in vielen Regionen der Welt, sage ich mal so, werden die Menschen ja auch wohlhabender und können sich dann also glücklicherweise solche Operationen auch leisten. Insofern ist es ein wirklich aus meiner Sicht interessanter Markt. Es gibt natürlich auch Konkurrenten, das ist klar. Welche hätten wir denn da? Abbott Laboratories sind auch da drin, Boston Scientific, Stryker, ich glaube auch Johnson & Johnson könnte da was machen. Es gibt sie, aber Edwards Lifesciences ist hier der Marktführer. Wir haben noch andere Segmente hier. Wir haben hier ein ganz interessantes Segment, das beschäftigt sich hier mit der Mitralklappe hier beispielsweise, ein anderes der vier Ventile, Herzklappen, die wir quasi haben. Das ist noch relativ klein, aber das hier hat ein sehr starkes Wachstum. Man sieht hier schon von 28 auf 42, auf 86, 116, knapp 200 Millionen. Und in diesem Geschäft lautet die Analyse, dass sie von 200 Millionen auf 320 bis 340 Millionen US-Dollar Umsatz kommen sollen. Also das ist sehr gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum ist denn der Kurs um über 30% abgestürzt? Das Problem ist, dieses Segment, also das stärkste, also das hier mit dem grünen Balken, und zwar hat das Management hier das Umsatzwachstum zurückgeschraubt für das laufende Geschäftsjahr. Vorher hieß es 8 bis 10% und jetzt 5 bis 7%. Also schon relativ deutlich zurückgeschraubt. Unter anderem auch ein bisschen wegen Konkurrenz. In erster Linie von Abbott Laboratories, die haben was Neues auf den Markt gebracht. Aber ich sehe, langfristig sehe ich das eigentlich relativ entspannt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir haben noch ein Segment, das wäre hier Critical Care. Und hier kann man auch immer dann lesen, was die machen im Geschäftsbericht. Also so ausführlich werde ich es jetzt nicht machen. Critical Care fällt ein bisschen aus dem Rahmen, weil überall hier, also die beiden Segmente haben wir gerade besprochen, das war das große Grüne, das war das, das so schnell wächst. Dann haben wir hier noch eins, während die beiden oberen Segmente quasi minimalinvasiv sind, also die Lösungen für minimalinvasive Eingriffe, gibt es hier Lösungen für den klassischen Schnitt durch den Brustkorb sozusagen, Surgical Structural Heart. Und dieses Critical Care, hier geht es um Überwachung. Also fließt das Blut quasi richtig, solche Sachen. Und da ist auch Software dabei und so weiter. Also so Diagnose im Prinzip. Und das wird so ein bisschen aus dem Rahmen im Vergleich zu den anderen drei Segmenten, weshalb sich das Management entschlossen hat, dieses Segment hier, das da Critical Care, zu verkaufen an Becton Dickinson, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, für 4,2 Milliarden US-Dollar. Also das ist dann bald weg. Und dann haben wir quasi, soweit das Management ist, noch einen stärkeren Fokus wirklich auf die, in Anführungszeichen, Hardware, die man braucht für die ganzen Herzklappenthematiken. Gut, gehen wir mal in den Qualitätscheck rein und dann sehen wir hier, mit was wir es fundamental zu tun haben. Man sieht hier schön steigende Gewinne und auch Cashflows. Wir sehen hier allerdings auch, dass der
Cashflow hier richtig runtergeht, schon der operative und entsprechend auch der freie Cashflow. So, und wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich immer, woran liegt denn das? Habe ich auch nachgeschaut, das hat in erster Linie steuerliche Bewandtnis damit und habe ich gleich einen Haken dran gemacht. Das heißt, Sie haben hier keinerlei operatives Problem und man sieht ja dann auch, dass es wieder weiter steigen soll, wenn diese Einmalsteuergeschichte vorbei ist. Margen, Umsätze steigen auch sehr schön. Wir haben hier mal jetzt leicht rückläufige Margen gehabt, die sich aber bereits stabilisiert haben und dann wieder steigen sollen. Man kann vielleicht noch sagen, dass wir hatten hier Corona gehabt, da wurden viele OPs verschoben, deshalb ein leichter Gewinnrückgang, dann wurde aber viel nachgeholt und dann plötzlich war Edward Life Sciences ein Corona-Profiteur, wie man hier auch in der Ergebnisentwicklung sehen kann. Und jetzt haben wir hier eben auf einem hohen Niveau erstmal eine Stabilisierung, bevor es dann hoffentlich wieder weiter aufwärts geht. Wenn wir ein bisschen weiter runter gucken hier noch und uns das mal anschauen, ist die Bilanz solide, dann denke ich, dass man da auch einen Haken dran machen kann. Wir haben ein bisschen Goodwill, aber nicht bedenklich hoch. Was uns vor allem freuen könnte, wäre hier, dass wir netto schuldenfrei sind. Dieser rote große Balken, das sind die zinstragenden Schulden und dann haben wir hier die liquiden Mittel quasi und die könnten also aus der Portokasse die zinstragenden Schulden tilgen. Dann haben wir hier die Tilgungskraft, das heißt der freie Cashflow abzüglich Dividenden. Dividenden gibt es keine und die ist im Normalfall schon höher als die Schulden. Wenn diese steuerliche Thematik weg ist, diese Einmalgeschichte, dann wird es auch wieder, sollte es auch wieder der Fall sein. Genau, vieles von dem Geld, was hier erwirtschaftet wird und quasi zur freien Verfügung steht, wird genutzt, um hier Aktien zurückzukaufen, die dann hier in der Bilanz Treasury Stocks landen. Entsprechend sieht man hier, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien im Prinzip schon seit Jahren weiter sinkt. Wir hatten hier mal gehabt 770 Millionen ausstehende Aktien, fast im Jahr 2006. Jetzt sind es noch leicht über 600 Millionen, also schon deutlich zurückgekauft. Und jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Dafür gehen wir hier in die Multiples rein. Das ist jetzt hier die Entwicklung des KGVs, basierend auf dem bereinigten Gewinn über die letzten 10 Jahre. Und was man hier sehen kann, ist, dass zeitweise Edward Life Sciences richtig teuer war, mit einem KGV von fast 60. Und dann sehen wir jetzt aber hier, haben wir aktuell einen KGV von um die 24. Ich kann das mir nochmal hier hochgehen, da sehe ich das Ganze nochmal. Hier KGV, ja, 24,5, genau. Und man sieht, dass so günstig die Aktie schon lange nicht mehr war. Hier 2018 mal ganz kurz, dann 2017 mal ganz kurz. Und hier verkursen wir es auch schon mal runter auf ähnliche Werte. Weil der Gewinn weiter steigen soll, wird dann natürlich auch das KGV basierend auf dem aktuellen Kurs immer weiter sinken, bis es irgendwann so günstig werden würde, wie die Aktie innerhalb der letzten 10 Jahre nie zu haben war. Jetzt gucken wir uns mal den fairen Wert tatsächlich an, den wir jetzt mal hier berechnen können. Und da lasse ich den 10-Jahres-Zeitraum. Und was wir hier dann mal sehen ist, dass die Aktie hier, also man hat es ja schon rausgesehen anhand des hohen KGVs hier im Multiples-Tab, deutlich überbewertet war. Der Schnitt wäre hier aber erstmal 33,5, das aktuelle KGV ist 24,6 und hier wäre jetzt dann die Aktie deutlich unterbewertet. Vor kurzem noch wäre sie quasi fair bewertet oder leicht überbewertet gewesen. Wenn wir uns jetzt die Wachstumsraten anschauen, dann sehen wir hier Gewinnwachstum. Ich sage jetzt mal hier erstmal nicht so groß über die letzten Jahre. 8,4% fürs laufende Geschäftsjahr, das kann nur knapp 6% im nächsten, basierend auf dem bereinigten Gewinn, beim Bilanzieren soll es höher sein. Und dann aber wieder zweistellige Wachstumsraten, aber schon sehr weit eigentlich nach hinten raus. Wir sehen hier in der Vergangenheit, dass es auch Jahre gab, wo das Wachstum relativ niedrig ausfiel, auch mal im einstelligen Bereich war, zum Beispiel hier. Aber in Summe war das Wachstum früher doch dynamischer scheinbar. Kann natürlich auch mit der Konkurrenz zusammenhängen, die jetzt gekommen ist. Und deshalb würde ich hier das KGV relativ deutlich senken. Ich würde auf 25 gehen, also von knapp 34 auf 25. Das ist eine sehr deutliche Senkung und das mache ich jetzt mal. Und dann zoome ich näher ran und dann sieht man hier schon, dass basierend auf dieser Korrektur und dieser Abschlag wird nach hinten quasi durchgereicht prozentual. Und da sieht man,
dass die Aktie dann eigentlich immer höher bewertet war. Nur hier mal in 2013 und ganz, ganz früher, 2009 vorher, war die Aktie mit so einem KGV zu haben. Und jetzt eben wieder, und ich tue mal hier ein bisschen rein, das ist dann immer interessant, wenn wir jetzt quasi Edward Life Sciences so stark abwerten, was für eine Renditeerwartung hätten wir denn dann immer noch? Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wir gehen mal bis hierhin. Also immer noch 25 Analysten, die fürs Ende 2026 schätzen. Und das sind aktuelle Analystenschätzungen. Nicht alle angepasst sicherlich jetzt hier auf den Prognosen, die jetzt ja zurückgenommen wurden etwas. Aber aktuell im Sinne von, sie sind nicht älter als 3 Monate. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 10,2%. Und ich habe ja bereits hier deutlich nach unten korrigiert, sodass ich das quasi vorweggenommen habe, dieses etwas niedrigere Wachstum. So, und 10,2% für einen Marktführer mit, wie ich finde, also einem sehr soliden Geschäftsmodell mit einer Aktie, die aus meiner Sicht gut ins Firmendepot passt, weil wir im Bereich von Medizintechnik noch gar nichts haben, passt auch gut rein, weil sie keine Dividende bezahlen. Ihr wisst vielleicht, steuerliche Thematik, Kursgewinne sind fast steuerfrei in der GmbH, im Depot werden die Dividenden mit 30% versteuert werden. Habe ich mir gedacht, okay, Edward Life Sciences tut unserem Firmendepot gut. Wenn ihr natürlich auf Dividenden steht, logischerweise ist die Aktie nichts für euch. Und ganz zum Schluss noch in eigener Sache, wenn du regelmäßig die Videos guckst und dir das Ganze gefällt, wenn dir der Aktienfinder gefällt, wie wäre es, wenn du uns mit einer Bewertung vielleicht unterstützen würdest hier auf Trustpilot? Da würden ich und mein Team uns furchtbar drüber freuen. So, das soll es dann mal gewesen sein für dieses Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreib gerne einen Kommentar, was du von Edward Life Sciences hältst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.